Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Mein Name ist Lockerzeit und dieser Postkasten da hat anscheinend ein kleines Problem, weil er wackelt hin und her. Vielleicht will er was von mir. Guten Morgen, morgen. Es ist für mich zwar ein bisschen abendlich, aber trotzdem morgen. Hallo, hallo. Erster Brief. Gibt's vielleicht mehr wie einen Brief gerade? Oh, schauen wir mal. Lieber Son Goku, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet jetzt, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Zum ersten Mal in diesem Fall, aber das ist okay. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sache in deinem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Okay. Eine Kleinigkeit beigelegt? Oh, was kriege ich leicht? Komoris Vater. Ui. Aha, verstehe schon. Hey, und ein Herzteil? Holy shit, das war cool. Er hat zwar leider nichts anderes, aber ich glaube, das ist gerade nicht so tragisch. Ich bin aber gerade auch am Überlegen, was ich jetzt tun soll, weil ich hab das Ding da gerade da drüben gesehen und ich möchte das irgendwie öffnen gerade. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe nur vergessen, wie das gegangen ist. Also werde ich das geschwind herausfinden. Ich weiß, dass ich sowas brauche. Aber geht es von da unten? Ich bin mir nicht sicher. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie das gegangen ist. Okay. Am besten. Ich glaube, ich bin den Weg eh schon mal gegangen. Am besten, wir sehen uns dann oben. Also, ich werde dann erklären, wo ich lang gegangen bin und so. Also, bis gleich. Ja, ja, hier waren wir schon mal. Also, an dieser Aussichtsplattform muss man nämlich eine Putt-Putt-Frucht einsetzen. Und ja, ich habe noch nicht hergezeigt, was das macht. Moment. Ah na, man muss da hinunterfliegen und da unten dann Putt-Putt-Frucht anwenden. Ja, der Wind passt mir sogar. Mit dem bin ich zufrieden. Also fliegen wir mal. Hoffentlich lande ich nicht falsch. Wo ist mein Zeichen? Da ist. Sehr gut. Au, Schaden? Das war so hoch? Okay. Hi du. Ja, ich bin geflogen. Na, wenn du schon fliegen kannst, meinst du, du könntest dann diesen Schalter da oben betätigen? Da oben auf Tantopia? Ein Fernrohr. Vielleicht habe ich eins. Ich muss mal kurz nachschauen. Ja, ich habe eins. Wo ist es? Der da? Oh, ja, ich sehe. Ich habe nur keinen Bogen oder dementsprechendes, wo man das machen kann. Aber wie ich bereits erklärt habe, die Putt-Putt-Frucht hilft in diesem Fall sehr viel aus. Falscher Knopf. Und ja, diese Möwen kann man eben kontrollieren. Wenn man jedoch von einem Gegner getroffen wird, dann wird das Ganze da zurückgesetzt, was nicht gut ist, aber was ist. Der Weg ist jetzt frei und wir können jetzt vom Seeweg auch dorthin, also ist der Weg jetzt besser. Und ja, das wollte ich mal ganz kurz herzeigen. Man hat auch Grenzen, wo man hinfliegen kann. Und eine Sache. Wo ist denn das? Gott dang it. Scheiß Möwe. Sie gehorcht nicht. Das ist ärgerlich. Ich wollte nämlich noch später da drüben irgendwo hin. Da. Zu der Insel da. Links unten. Ich glaube, da werden wir noch später noch hinkommen. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall ist dies die Nintendo-Galerie. Die werde ich nicht so direkt 100%, aber ich werde einen Guide dazu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde, weil der Kollege es ist viel zu machen. Es wie Geister oder wie Skulpturas in Ocarina of Time oder Geister in Twilight Princess. Das dauert halt eine Zeit. Und was? Aha, entstehen nach Lichtbildern. Aha, ja, okay. Da stellt sich mir gerade die Frage, kommst du? Wo sind meine Lichtbilder? Habe ich eigentlich... Ah, ich habe nur das... Ich glaube, das ist kein ordentliches Lichtbild. Ist der schwarz-weiß? Aha, man muss also Farbe machen. Das geht schon gleich nach dem ersten Mal, nachdem mein Portemonnaie ist. Aber, ja... Oh.
Dang. Okay, dann kann ich die Ausstellungsräume jetzt gar nicht herzeigen, weil... Ja, Gründe. Ich werde es irgendwann vielleicht später herzeigen. Vielleicht auch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das nur so ein Bonus-Ding. Ist, glaube ich, nicht so interessant. Auf jeden Fall, die Insel, was ich da vorhin hergezeigt habe, was in dieser Richtung so ungefähr liegt, nicht da, aber ein bisschen weiter drüben, da werde ich jetzt hingehen oder hinfliegen. Also sehen wir uns wieder oben. Ah, da sind wir wieder da. Am Platz, wo wir zum verbotenen Heim geflogen sind. Und dieses Mal möchte ich aber woanders hinfliegen, nämlich darüber. Und naja, der Wind stimmt, naja, überhaupt nicht. Also müssen wir den zuallererst einmal ändern. Scheiß Wind. Ah. Naja, hilft nix, hilft nix. Ich hoffe, die Magie geht mir in der Zwischenzeit auch nicht aus. Ich bin gerade voll, aber das mag nichts heißen, weil es ist ein langer Weg. Na gut, probieren wir es, oder? Hopp! Ja, vielleicht braucht man dafür Doppeltmagie. Ah, na, das geht sich aus. Das geht sich aus. Gerade noch. Oh, ich sehe eine Schatzkiste. Sweet. Oh, und ein Haufen Magie. Wahnsinn. Okay, in dem Fall öffnen und da drinnen findet man eine Schatzkarte? Ja, na, stimmt schon. Schatzkarte. Und zufälligerweise ist diese Schatzkarte auch eine Schatzkarte zu einem Herzteil. Also für den Fall, dass jemand nur ein Herzteil braucht. Da findest du eines. Apropos Schatzkarte. Ich sollte diese auch öffnen. Und ich sollte einen Fisch von diesem Gebiet reden. Aha, aha. Sagt mir jetzt wenig. Ja, okay. Okay. Der Wind stimmt genau. Ja, fliege darüber. Ah, da drüben ist der Fisch. Cool. Überlebt es? Das ist die große Frage. Ah, schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass ich so weit schwimmen kann. Oh Gott, das wäre knapp. Ah, ah. Ah, das Boot. Es rettet mich. danke, Terry. Du hast mich gerade vor dem Untergang gerettet. Okay. Man kann auch eine Zeile mit dem Boot fahren, wenn man einfach nur stehen bleibt. Also, wer das noch nicht weiß, jetzt weiß das. Okay. Briefkasten will eh nichts von mir. Und ich wollte eigentlich gerade direkt besteigen, aber er lässt mich nicht. Ja, es ist genau. Er war wieder da. Der letzte Diamant befindet sich nordwestlich von hier. Und setze sofort Kurs. Ja, sofort, roter Leuenkönig. Wir müssen nämlich zuerst noch ein Fischlein füttern. Wo habe ich es gesehen? Da drüben, gell? Ich sollte das auch bewaffnen. Auf See brauche ich das Dekoblatt nicht. Also. Ah, da ist er. Ups. Okay. Fischlein? Ich hab deinen Namen vergessen. Über den sollten wir übrigens auch ein Foto machen, wenn wir schon bei dem Thema Nintendo Galerie sind, weil... Ja, man soll ein Foto machen. Es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, meiner Meinung. Dass man den ordentlich hinbekommt. Aber... Ein paar Versuche, man hat eh unendlich viel Versuche. Weil, ja... Gründe. Okay, nett. Tantopia, eingetragen. Auf Isla Bomber, ein bisschen nördlich von hier, habe ich einen fliegenden Händler gesehen. Ich nicht, ich war auf Isla Bomber. Wo war der? Ich habe keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Das wäre zu weit von mir. Ja, passt. Okay. Also, dann bis die Tage. Und ich glaube, wir können jetzt überall hin, wo wir wollen. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist der Weg, wo wir jetzt hinwollen, nordwestlich von hier. Passt. Oder? Nordwestlich, ja. Ist das Beste, wenn ich einfach Nordwestkurs tue? Soll ich das gleich tun? Ja, schon. Ja, schon. Dann gehen wir mal nach Nordwesten. Also brauchen wir einen Südostwind, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Genau das Gegenteil, was wir gehabt haben. Witzig. Okay. Und somit geht die Reise weiter.
Gibt's eine Schlacht? Ein Gegner oder so? Komisch, komisch. Ich werde jetzt nicht alle Inseln da besuchen, was da auf dem Weg liegen. Aber zumindest ein paar von diesen. Also, das glaube ich schadet nicht. Wie sind meine Items eigentlich groß? Ah, ja, okay. Ja, das passt. Auf die Insel steuert die jetzt mal zu. Nur, dass du weißt, was das für eine Insel ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, na, das ist gerade echt eine gute Frage. Welche Insel ist es? Oh, aber zuerst schnapp ich mal ein paar Rubine. Weil ich kann. Ah. Mal auf hoher See herumplätschern oder platschen. Ist was Schönes. So, jetzt muss ich nur einen Zwischenstopp bei der Insel machen. Und jetzt können wir wieder in, an welcher Insel das ist. Das ist jene Insel. Ah, und da ist der Fisch. Okay. Ich mag die Insel. Die ist nett. Die werden wir in Zukunft auch noch mindestens einmal besuchen. Wenn nicht öfters. Aber derzeit kann ich auf dieser Insel ja nichts machen. Also, ja, ist mal so. Okay. Die Seekarte, ja, was haben wir da? Das ist nämlich das Niemandsland. Aha. Interessant. Das merke ich mal, Niemandsland. Der goldene Dreifuß? Hm? Nein, nur nicht. Oho, Scheiße. Wenn du scharf drauf bist, dann solltest du mal aufs Gewissenshafteste umsehen. Okay. Werden wir schon machen oder so. Aber vielleicht auch anders mal. Weil im derzeitigen Zustand, mit derzeitiger Ausrüstung, können wir da leider nicht allzu viel auf dieser Insel. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, wohin geht als nächstes? Dann mal Westen. Ah ja, in diese Wirbelstürme kann man hineinfahren, ohne dass ein großes Penalty kommt, aber ja, wollte die auch nur mal so angemerkt haben. Hm? Moment, was ist denn die da? Wow! Das ist ein böses Vieh! Ich sollte das bekämpfen. Wow, sind das Frames? Ah, ich glaube schon. Auf jeden Fall, die Tintenfische, die gibt es ein paar von diesen. Und die sind böse. Oder sind das Oktopusse? Ich weiß nicht. Hey, ist das eine Reference zu Splatoon oder was? Okay, Splatoon hat es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben, aber was ist? Nein, die zwei Hauptmethoden, drei Hauptmethoden, wie man diese Kollegen vernichtet, ist erstens war der Boomerang, zweitens, ja, zwei Waffen, die wir noch nicht bekommen haben, aber, ja, sie sind relativ klar, dass man sie noch bekommt, also Bomben und Pfeile, ich glaube, das sind nicht wirklich Spoiler, und, ja. Sehr gut, nur noch ein Äuglein. Ich konnte es gar anvisieren. Das ist gescheiter. Ups. Und wenn man eben zu lange braucht, dann werden wir verschluckt und ja, das ist nicht gut. Ich sag's nur gleich einmal so. So offen heraus. So. Das Schöne ist aber, wenn man diese Kollegen besiegt, dann kommt sowas raus. Und mein Boomerang ist damit eher gerade geschwebt, also ist das auch mal cool. Okay, jetzt gut zielen, da circa, schätze ich mal. Sehr gut, ich kann zielen. Nice. Und ja, das ist eben ein bisschen nordwestlich vom Niemandsland. Eben da, wo die Möwen sind. Und Oranger Rubin, schadet nicht, Geld brauche ich. Ein bisschen. Und anscheinend wird es gerade Nacht. Das ärgert mich gut. Ich mag Nacht nicht. Das ist dunkel. Sonne, geh nicht unter! Oh nein! Naja, weil mir gefällt der Sonnenuntergang. Das hat was Schönes, was Beruhigendes. Oh ja. Okay.
Oh Gott, das Gebiet. Oh Gott. Muss ich da hin? Ich will da nicht hin. Ah, ich sehe was Fischlein. Normalerweise würde ich die Kollegen mit Pfeil und Bogen voraus vernichten. Aber in dem Fall werde ich einfach versuchen, da so schnell wie möglich durchzufliegen. Oh Gott, warum mache ich das? Okay, Fischlein. Ah, falscher Knopf. Na, er hat mich nicht gesehen. Oh Gott. Jetzt nehme ich Schaden. Hä? Was? Warum? Er hat mich nicht gesehen. Das ist sehr ärgerlich. Okay, gut, dass es einen Pause-Knopf gibt. Nein, ich will mein Dings auslegen. Geht das nicht? Ich muss flüchten. Scheiße. Oh Gott. Okay, das war mal meine erste Fee. Wahrscheinlich. Okay, ich habe zumindest aktiviert mit einem halben Herz. Scheiße. Hey, Jungchen. Ja, ja, ich bin ein Jungchen. Und ich glaube, ich kenne die Insel. Und da muss ich nochmal hin. Und das sogar relativ bald. Oh, südliche Triangelinsel. Ja, scheiße. Mhm. Geradewegs nach Norden. Aha. Der Fotomeister, ja, zu dem muss ich auch noch irgendwann mal hin. Die legendären Lichtbilder. Lichtbilder, das sind Fotos. Also, wenn du dir jetzt nicht geschwollen ausdrücken möchtest. Okay, ich flüchte jetzt, weil die Kollegen sind ärgerlich. Okay, gehen wir wieder westlich. Also da lang, zu dieser Insel. Was man da in der Ferne schon sehen kann. Ich habe zum Glück noch eine Fee in der Hinterhand, also no, bin ich nicht tötungsgefährdet. Das ist gut. Aber es ist doch ärgerlich, dass ich jetzt da eine Fee aufgebraucht habe. Ich dachte, das kann ich einfach im Vorbeigehen machen und nichts passiert. Aber anscheinend ist das ein bisschen schwieriger wie erwartet. Okay, was haben wir da jetzt alles? Da haben wir so eine Aussichtsplattform. Die empfehle ich, ja, obwohl es das gescheit ist, alles zu machen. Ich weiß nicht. Normalerweise mache ich das immer Endgame-mäßig, also diese Plattformen und so. Weil, ja, es schaut schon gefährlich aus mit den Kanonen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und so. Und what the fuck? Soll ich da schon jetzt schon sein? Das sind feindliche Schiffe. Oder? Die sind feindlich. Ah, da drüben ist der Fisch. Hey, wisst ihr was? Die Insel besuchen wir mal. So auf dem Zwischenweg. Und die Schiffe bombardieren mich. Das finde ich nicht schön. Ich hoffe, die können mich da oben nicht erreichen. Aber eine weitere Flasche, was steht denn da eigentlich? Nur das Übliche. Brauche ich nicht herzeigen. Ja, ich möchte schon etwas Lohnendes. Kriegt man da ein Herz, hä? Weil dann ist es wert. Okay, da ist nichts Geheimes, oder? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass da auf dieser Insel auch was Geheimes ist. Ich habe nur den Namen dieser Insel vergessen. Kommt er den Sprenger? Hä? Aha, weder hochheben noch zerstören. Das ist schade. Verbirgt sich zweifelsohne irgendwo auf See. Du musst sie nur finden. Ja, okay. Ah, und da haben wir das. An blauen Schleim, der was, naja, blaues Schleimgelee mit sich trägt. Und von diesen Kollegen gibt's nicht allzu vielen. Und ja, deswegen immer vernichten, wenn du einen triffst. Und ja, sie geben, wenn man es schon mal vernichtet hat oder vorher geklaut hat, so wie ich das gerade gemacht habe, immer einen Zehner her. Was auch interessant ist. Ich muss das Fischlein finden. Wo ist es? Na wirklich, wo ist er? Ich glaube da. Ah, da ist er. Auf X habe ich Dings mein Futter gelegt. Okay.
sie nämlich auch nicht vergessen, weil nicht, dass noch einmal so ein Malheur passiert wie beim letzten Mal. Oh, die sind kapaziert. Er macht zwar eine extra Runde, der Fisch, aber ja, wer es nicht lassen kann. Okay, wie heißt die Insel? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist die... Capo Grande? Okay. Okay. Goldener Dreifußgrat? Ein Kollege von dir hat schon mal sowas gesagt, ja? Im Niemandsland. Aha, die riesige Felsfratze. Die was man noch nicht wegräumen können. Das hat mir irgendjemand verraten. Aber ich weiß nicht wer. Wer ist das eigentlich? Ja, naja, egal. Ich gehe jetzt nämlich... Sind direkt Weg gehen oder... Ah, weißt du was? Gehen wir einen Direktweg zum nächsten Gebiet. Also dort, wo unser Marker ist. Ups, falscher Knopf. Ups. Ich probiere gerade was aus, aber... Wo ist eigentlich... Ah, okay. Ich komme gerade mit der Steuerung. Ist mir das, was ich mache? Nein, auch nicht. Komisch. Naja, egal. Auf jeden Fall, auf dem Weg zu dieser Insel. Eigentlich will ich da nicht hin. Aber eigentlich schon. Na, ist okay, ist okay. Ich habe noch eine Fee. Das ist das Gute. Nicht, dass ich es jetzt gleich einmal brauche, aber eigentlich schon. Wenn wir ganz genau sind. Okay, was haben wir da jetzt alles? Wir sind schon zumindest mal im richtigen Gebiet. Die schwarzen Wolken verheißen da nichts Gutes, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, ja, schauen wir mal, was der rote Leuenkönig dazu sagt. Landensicht, was ist hier geschehen? Ich habe keine Ahnung. Auf Ichthusk. Schaut... zermürbt aus. War das schon einmal so, dass das alles gespalten ist und so? Sind wir ja zu spät? Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, aber diese übertrifft gar meine kühnsten Befürchtungen. Auf dieser Insel lebt der Yabu, der Hüter des Wassers. Aber so wie sich die Dinge darstellen, können wir nur mehr bangen. Hä? Ja? Es ruft wer? Du bist doch der Postbote. Den, was ich in meiner Heimatstadt getroffen habe. Präludien? Präludien? Ja, irgendwie so ähnlich. Ja, wieso nach mir gesucht? Ja, du kannst Gedanken lesen. Seit wann kannst du Gedanken lesen? Nun, bedauerlicherweise wirst du ihn hier aber nicht finden. Das ist problematisch. Oh. Ich glaube, der Vogel war da. Kann der Vogel so viel Chaos anrichten? Das ist okay. Aber er konnte an einen sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf diese Insel hier begann. Okay, das ist gut. Wohin leicht? Oh, nach Präludien. Oh, na, voll cool. Aha, warum nicht? Die Höhle, in der sich Yabu versteckt, wird von einer schweren Steinplatte blockiert. Problem. Nicht mehr mal die Piraten waren in der Lage dazu. Ich dachte hier... Oh. Ihr habt euch, die sind freundlich. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber sie sind sofort nach Präludien aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. So fuhren sie nach Portemonnaie. Oho. Okay. Piraten im Portemonnaie in Auge behalten. Wird gemacht. Mhm. Dass diese Insel verflucht sei? Wisst ihr das? Naja, wird schon passen. Na, werde ich nicht. Sehr gut. Mein Gott. Bye, bye. Und bis zum nächsten Mal. Okay. Ja, er lebt noch. Mhm. Höre die Worte eines Mannes vom Volke der Orni. Die Piraten wissen etwas über die Höhle, die dem großen Yabu aus Unterschlupf dient. Ja, auf nach Portemonnaie, würde ich auch sagen. Und, ja, Portemonnaie liegt genau nord,
Was ist nordöstlich von uns? Also punktgenau nordöstlich. Was ich sehr praktisch finde. Die Frage ist nur, habe ich noch genügend Zeit, um darüber zu gehen? Oder nicht? Oder soll ich währenddessen über die Story reden? Na, wisst ihr was? Ich werde einen Direktweg nach Portemonnaie einfach nehmen. Ist, glaube ich, gerade das Gescheiteste. Außerdem hat sich die Musik geändert. Hat das was mit dem Fluch da zu tun, was ich da gehört habe oder so ähnlich? Ist gerade nicht sehr, sehr nett. Aber für alle, die was es jetzt noch nicht wissen, der Fluch, der ist ja jetzt nicht wirklich ärgerlich, aber irgendwie schon ärgerlich, weil, naja, wie ihr sehen könnt, es ist dunkel überall. Das ist wahrscheinlich, weil es Nacht ist, aber die Sache ist die. Oh Gott, wirklich, der Fluch verhindert, dass es Tag wird. Und ja. Das ist ärgerlich. Hey, ist das Tingles Insel? Ich glaube schon. Ja, das ist Tingles Insel. Haha, ich hab's gefunden. ich hab kein Fischfutter. Ich muss ein Fischfutter ausrüsten. Und ja, Fischfutter, das ist ein sehr wichtiges Ding. Weil. Wie viele Felder gibt es eigentlich? 8x8, oder? 64. Ich habe nicht die Seekarte genau angeschaut. Das muss ich mir anschauen. Es sind 7x7. Aha. 49. Okay. Und das Wattingles Insel. Ja, schau dir. Lebt ein Kerl namens Tingle. Der hat zwar seine besten Jahre auch schon länger hinter sich, zwingt sich aber trotzdem nur zu gern in Knabenmode. Allerdings soll er der Beste sein, wenn es um das Entschlüsseln von geheimnisvollen alten Karten geht. Tja, vielleicht. Auch ordentlich entlohnen, ja? Jupp, das ist so. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich wahrscheinlich irgendwann dazwischen Geld farmen muss. Was ich sehr ärgerlich finde. Scheiß Ding, verbraucht echt viel Geld. Ups. Hey, und Post? Ich hab schon wieder Post. Ach, cool. Und wer es noch nicht gewusst hat, diese Teile hier. Ja, die werden hier auf Tingles Insel ausgestellt, was ich voll cool finde. Und ja, das ist nett, das ist nett. Ich glaube, dafür kriegt man aber eine Kleinigkeit. Zum nördlichen Feenkorridor, von hier aus nach Norden und nochmals nach Norden. Da muss ich auch mal hin. Ah, vielleicht machen wir das sogar direkt in der nächsten Folge. Guten Abend! Ihr erster Brief. Okay. Was kriege ich leicht? Dann sammle die Ritterwappen. Aha. Vater Orca? Oh, ich habe schon ein Ritterwappen. Und Rotzorobin. Ja. Schadet nicht. Okay, aber ich würde sagen, ich besuche nochmal ganz geschwind den Tingle. Das dreht sich. Sehr interessant. Hey du! Vielen Dank für die Tingle-Statue. Ja, na, das war okay. Aber bitte nimm es an, es kommt von Herzen. Nämlich, gib mir für jede Tingle-Statue einen 50er her. Ja, ist jetzt nicht so toll, aber ja. Was soll's? Das ist auf jeden Fall ein anderer Tingle und da ist noch einer. Was ist mit euch? Hab dich vermisst. Wollen wir spielen? Was sollen wir spielen? Nein, ich will nicht spielen. Aha, verschlüsselte Karten. Okay, ja und... Gut. Hast du das blockiert? Dieser Tingle-Turm dreht sich durch den Einsatz ganz toller Magie. Ja. Ja? Oh, echt? Noch ein Bruder? Vielleicht findet man ja. Vielleicht. Okay. Das können wir auch aufheben. Und herumschmeißen. Und so. Klapp. Bye bye. Manchmal bin ich böse. Aber ich werde trotzdem sagen,
Die Zeit geht mir ein bisschen aus. Und damit würde ich ja sagen, wir schauen das nächste Mal einfach Richtung Portemonnaie. Aber zuvor würde ich eben dieses nördliche Feenkorridor besuchen, weil das ist mir persönlich, glaube ich, gerade wichtig. Ja, das sollte ich machen. Also dann, bis zum nächsten Mal und fertig. Ah, Regen. Ich mag Regen nicht. Der tropft immer so. Ach. Was sagst du dazu, Son Goku?